Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung The Future of Investing. Mein Name ist Niklas Schmidt. Ich bin Partner bei Wolf Theiss und zusammen mit meinem Partner Alexander Haas werde ich Sie durch den heutigen Abend führen. Wir haben uns vor 9 Monaten ziemlich genau überlegt, etwas ganz was Neues zu machen. Eine Veranstaltung, die sich beschäftigt mit Disruption, mit neuen Technologien, mit der Frage, wie sich diese neuen Technologien auf das Recht auswirken, welche Reaktionen des Rechts auf diese Technologien vorhanden sind. Und heute ist es soweit. Heute machen wir von dieser geplanten Veranstaltungsreihe den ersten Teil, The Future of Investing. Es geht dann weiter mit The Future of Mobility, Communications, Computing, Government, Healthcare. Und das ist es dann schon. Die Idee ist bei jedem Abend eine bunte Mischung von verschiedenen Themen, verschiedenen Vortragenden aus verschiedenen Hintergründen, also von Wolf Theiss Anwälten, von Leuten aus großen Unternehmen, von kleinen Unternehmen, von Startups, aber auch von Regierungsbehörden, von Regulatoren, Uni. Und wir hoffen, dass wir da eine interessante Mischung zusammengebracht haben. Ich habe, als ich draußen stand, mit einem Teilnehmer gesprochen und der war ein bisschen besorgt, weil er gesagt hat, es geht irgendwie das Gerücht um, dass heute 14 Redner sprechen werden und jeder wird angeblich 30 Minuten sprechen, ob das stimmt. Ja. Also ich kann Sie beruhigen, das wären dann 7 Stunden, wir wären dann alle um 3 Uhr in der Nacht im Bett. Keine Sorge, wir werden das etwas kürzer machen. Es hat jeder Redner, und das ist ausgemacht, vertraglich, es hat jeder Redner 5 Minuten Zeit, genau. Und wir wären keine guten Anwälte, wenn wir nicht auch Vorsorge getroffen hätten für den Fall eines Vertragsbruches. Wir haben verschiedene Dinge installiert. Also wir wollten eigentlich hier eine Falltüre vor dem Podium, also im Podium unterbringen, aber es ist irgendwie das Podium nicht hoch genug, wurde uns gesagt. Ich habe, weil ich eher ein kleiner Mensch bin, deshalb Verstärkung angefordert und Alexander Haas ist ein professioneller Boxer, der wird da helfen können. Und wir haben auch noch ein paar andere Tricks auf Lager, die helfen werden, dass niemand hier sagen, überzieht. Damit bin ich schon beim ersten Vortragenden. Robert Schwertner, auch genannt Crypto Robby. Robert ist ein sehr bekannter Blogger aus der Kryptoszene, hat viele Unternehmen, viele Blockchain-Unternehmen auch mit Business Development-Angelegenheiten beraten und ein großer Redner, viele Veranstaltungen, bei TEDx gesprochen, auch bei der OECD, glaube ich, in Paris. Und Thema heute, Blockchain-basierte Wirtschaftsgüter, wie verwahrt man die sicher? Und Robert, bitte um deinen Beitrag. Ich brauche zwar die Hände zum Reden, aber danke für die Einführung, danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Robert Schwertner ist der offizielle Name, ich bin Unternehmensberater. Crypto Robby ist eine Marke, eine Figur, Kunstfigur, die ich kreiert habe, um der Welt die Blockchain näher zu bringen. Diese Technologie, die ich sehr spannend finde, die mich sehr begeistert hat. Blockchain-Technologie, es wird jetzt ein paar Mal vorkommen, ich werde 2 Sätze über Blockchain sagen und Sie zerren mich dann von der Bühne, falls ich ein wenig überziehe. Gell? Also, aber es, ja. Blockchain-Technologie hat mich, ich habe 10 Jahre bei der FFG, Österreichische Forschungsförderung, gearbeitet, dort das Stadt der Zukunft-Programm, Smart City-Programm geleitet und ich kam mit Blockchain in Berührung im Zusammenhang mit Energieforschung. Wie kann man Energie über Blockchain handeln? Also eigentlich aus der Energieecke, gar nicht so sehr aus der von der Geldseite. Ich habe vorher da bei Industriebetrieben gearbeitet, jetzt sehen wir, dass hier Anwendungsmöglichkeiten sind. Die Blockchain-Technologie, wir wissen, was es ist. Das Internet hat eine große Stärke, man kann Informationen übertragen. Die Blockchain-Technologie bietet die Möglichkeit, eine Schwäche des Internets zu lösen, nämlich die Schwäche, dass man mit dem Internet nicht Werte übertragen kann. Ich kann nicht über das Internet Werte übertragen, nur Informationen. Dies hat zur Folge, dass wir in Zukunft also vielleicht einmal, und das passiert gerade jetzt, also jetzt, wo wir hier stehen und sitzen,
wird in China ein gemeinsames Kassabuch gebaut, ja, und entwickelt, wo man also auf ein gemeinsames Ledger, der sogenannte digitale Yuan, ja, das ist nicht nur eine digitale Währung, sondern dahinter steht vor allem ein gemeinsames Kassabuch, wo Werte hin und her übertragen werden. Und diese Entwicklung bringt die Blockchain mit sich, und eine der Folgen ist, dass wir auf unseren Endgeräten, dem Handy, dem Smartphone, aber auch dem Laptop, unsere Bankkonten haben werden. Wir werden also in Zukunft das Konto nicht bei der Bank haben, und möglicherweise wird der Begriff Bankkonto aussterben, so wie die Telefonzelle. Meine Kinder haben mich gefragt, Papa, was sind das für, in Thailand, wenn man wurde, Papa, was sind das für komische Hütten mit dem Telefon drinnen? Ja? Das stirbt aus. Es könnte sein, dass das klassische Bankkonto wieder zurück auf die Endgeräte kommt. Samsung Galaxy hat schon sowas, da gibt es schon eine Wallet, auch die Apple-Phones haben schon eine Wallet, manche mit Blockchain, Samsung nämlich, manche ohne Blockchain, Apple nämlich. Das hat zur Folge, dass man, wenn man also sein eigenes Bankkonto wieder verwaltet, hat man unglaubliche Freiheiten, unglaubliche Möglichkeiten, das ist ganz toll. Und das hat aber auch eine negative Seite, denn die Banken sind zu Recht, vertrauen wir denen, die können natürlich diese Werte sehr gut schützen. Da gibt es Firewalls und Sicherheitseinrichtungen und Überprüfungseinheiten und so weiter. Und jetzt geht das alles verloren, und wenn man in der Zeitung über Bitcoin liest, der wichtigsten Kryptowährung, dann hört man, da wurde das gestohlen, das ging verloren, ja, weil wir noch nicht damit gelernt haben, umzugehen. Wir können es einfach noch nicht. Es ist einfach noch, ich selber habe auch, meine das heißt Private Keys, ja, es wird in den sogenannten Wallets gespeichert, die Werte, und die Speicherung, und um dies geht es heute, die Speicherung von diesen Digital Assets, die zu bewerkstelligen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft. Also so wie Energiespeicherung noch gelöst wird, müssen auch Digital Assets gespeichert werden und gelöst werden. Es gibt technologisch zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass es mit dem Internet verbunden in sogenannten Cold Wallets, Kryptowährungen oder Digital Assets gespeichert werden. Das ist sozusagen die unsichere Möglichkeit. Und dann gibt es noch eine sicherere Möglichkeit mit sogenannten Hard Wallets, die aus dem Internet entfernt werden. Und das schaut dann entweder so aus, ja, ah ja, das war ja die Clique, ich zeige das noch. Entweder ist das die Hard Wallet, hier kann Wert gespeichert werden, ist ein ganz normaler USB-Stick, das gibt es aber auch noch stärker encrypted, oder eben als Art Kreditkarte oder Wertkarte, das ist von der österreichischen Staatsdruckerei herausgegeben, eine Möglichkeit, Cold Wallet, eine Wert zu speichern und Kryptowährungen weg von dieser, sozusagen, und damit neu umzugehen. Wir werden neue Speicherformen sehen, wir sind total am Anfang, die Speicherung von Kryptoassets ist überhaupt noch nicht gelöst, es ist total unsicher, und ich hoffe, dass wir tolle neue Businessmodelle sehen, vielleicht auch im Raum hier gibt es Leute, die hier neue Ideen haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Krypto-Robby, für die Ausführungen. Sehr geehrte Damen und Herren, als nächsten Redner vorstellen darf ich Ihnen Herrn Christian Platzer. Herr Platzer ist Co-Founder und Managing Partner von Black Manta Capital Partners, einem Unternehmen, das 2018 in Luxemburg gegründet wurde. Einer seiner Schwerpunkte ist die internationale strategische Positionierung und Organisationsentwicklung. Der Bayer hat seinen akademischen Hintergrund in der Philosophie, den Politikwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften an der Universität Passau und der Freien Uni Berlin erworben. Herr Platzer referiert zum Thema, was bringt die Tokenisierung und was ist Tokenization as a Service? Herr Platzer, bitte um Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich würde mich auch sehr wohler fühlen, wenn ich 5 Stunden Zeit hätte, das Thema zu erklären. Und wenn ich mal kurz frage, wer hat schon was von Tokenisierung gehört oder wer glaubt es zu verstehen, ist es gut gemeint die Hälfte des Saales. Ich will mal es ganz einfach machen für die andere Hälfte. Was ist Tokenisierung, was ist ein Token, wovon sprechen wir, wenn wir als Unternehmen von Tokenization as a Service reden, und was sind die wesentlichen Vorteile? Ganz einfach gesagt, unter Juristen, mit Tokenisierung verbriefen wir einen Vermögenswert auf der Blockchain. Mein Vorredner hat es schon gesagt, die wesentliche Leistung
die wesentliche technische Innovation der Blockchain ist es, einen Vermögenswert übertragbar zu machen. In einen Token verstecken wir also diesen Vermögenswert. Im Token befindet sich ein Smart Contract, ein Vertrag oder eigentlich ein Stück Software, das in einer Wenn-Dann-Beziehung wie jeder Vertrag ein Investment in unserem Fall regelt. Der Investor A investiert die Summe X in das Projekt B und erhält dafür Rechte. Eigentumsrechte, Gewinnrechte, Substanzgenussrechte, alles, was sich die Juristen ausdenken können. Hochflexibel, das ist so ein Thema, da können sich Juristen richtig austoben in der Tokenisierung. Der Token, also es gibt, ich muss dazu sagen, es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Ausgestaltungsformen von Token auf der Blockchain. Wenn wir von Token sprechen, sprechen wir von Security Token, also von einem, in der Regel ist ein Wertpapier im Token enthalten, verbrieft. Der Token repräsentiert ein Wertpapier. Und das Charmante an der Tokenisierung ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt gibt es relativ wenig Gesetzgebung. Es gibt ein bisschen Gesetzgebung in Liechtenstein und anderen Ländern. Deutschland breitet eigentlich relativ große Gesetzgebung in dem Bereich seit ein paar Jahren vor, die jetzt hoffentlich für 2020 erwartet wird. Bis dato kann man aber relativ unterschiedliche Formen ausgestalten im Token. Das heißt, ich kann Fremdkapital, Eigenkapital realisieren, ich kann Eigentumsrechte an einem Startup oder jedem anderen Unternehmen realisieren, ich kann Eigentum an einer Immobilie, an einem Rohstoffwert oder an anderen Finanzinstrumenten, einen Fondsanteil. All das kann ich tokenisieren. So, wenn wir von Token sprechen, ich habe schon gesagt, sprechen wir von Security Token, also im Sinne eines Wertpapiers, dann kommen wir zum Security Token Offering, also der Platzierung eines Security Tokens auf dem Markt, ähnlich eines IPOs. Wir haben nachher den Florian Wimmer da, der hat den ersten STO in Österreich durchgeführt, der ersten, der von der FMA genehmigt wurde. Und das ist das, was bis dato auf dem Markt passiert. Das heißt, ein junges Startup geht her und sagt, okay, wir haben Kapitalbedarf X, wir kaufen uns eine Tokenisierungssoftware, technisch gesprochen, und bauen dann ganz viel drumherum. Man braucht also KYC, man muss wissen, wer investiert, Know Your Customer, man braucht AML, und ein paar andere Geschichten, API-Integration zur Bank. Wir haben gesagt, wir gehen als Dienstleister her und bieten das auf einer Investitionsplattform an. Wir nehmen dem Unternehmen das ab. Wir haben eine Plattform, auf der KYC AML integriert ist, auf der die Investoren geonboardet werden und der Investor kann sich dann verschiedene Investments ausschauen. Und das werden wir dieses Quartal mit den ersten zwei, drei Immobilienprojekten realisieren. Wir sind in der Tat, vielleicht eine Sache noch, wir sind in Luxemburg gegründet, wir haben uns aber aus einer Reihe von Gründen entschieden, uns in Deutschland regulieren zu lassen und haben einen relativ langen Marathon mit der BaFin hinter uns, der ein Jahr gedauert hat, um das Unternehmen aufzusetzen. Das heißt, ich habe ein sehr flexibles, innovatives Medium für ein Finanzprodukt, das eine ganze Reihe von Vorteilen hinsichtlich Transfer und Handelbarkeit etc. hat. Gerne nachher mehr im Gespräch. Vielen Dank. So, vielen Dank für die Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, als nächstes darf ich Ihnen Herrn Magister Georg Brames-Huber vorstellen. Er ist Steuerberater und studierte Rechtswissenschaften in Graz, Wien und Warschau. Derzeit ist er Universitätsassistent am Institut für Zivilrecht, Finanzrecht der Uni Wien und ist auch Vortragender unter anderem am Postgraduate Center der Uni Wien und an der FH Technikum Wien sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen. Herr Magister Brames-Huber wird uns in den kommenden 5 Minuten über die steuerrechtlichen Auswirkungen von Blockchain-Forks aufklären. Bitte um Ihre Worte. Jetzt wird es schwierig. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben den Begriff Blockchain geklärt. Jetzt kommt gleich das nächste, Blockchain-Forks. Wenn alle Redner so überziehen wie
vielleicht jetzt ich auch und meine Vorredner, dann werden wir am Abend und dann besser in der Früh dann draußen ein Lied singen, das wir alle kennen als vielleicht auch die inoffizielle Bundeshymne, Ich bin dein Apfel, du mein Stamm. Und genau so verhält sich's mit Blockchain und Kryptoassets. Kryptoassets sind quasi als Token dem Stamm der Blockchain inhärent. Wir kennen das am besten Beispiel Bitcoin. Bitcoin ist auf der Protokollebene sozusagen der Bitcoin-Blockchain zugrunde gelegt. Wir kennen das im Netzwerk, im Bitcoin-Netzwerk als Reward, als sozusagen der Anreiz für Miner. Und wir kennen das, wir haben schon gehört, Tokenization as a Service, der Florian Wimmer spricht von seinem SDO, auf der Anwendung die Kryptoassets als Token. Und diese Token, die können ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Entweder als Security-Token, als digitales Wertpapier, als Payment-Token, als digitales Zahlungsmittel oder als Utility-Token, als digitaler sozusagen Gutschein, wenn man so möchte. Und diese Token, diese Kryptoassets, die hängen alle zusammen mit einer Blockchain. Was hat das jetzt mit Blockchain und Blockchain-Forks und der steuerrechtlichen Behandlung zu tun? Mein Name ist Georg Brammesuber, ich bin Doktorand an der Universität Wien und forsche zu den ertragsteuerlichen Konsequenzen im Rahmen des Blockchain-Stacks und der Änderungen im Blockchain-Protokoll. Und was passiert genau bei einem Blockchain-Fork? Bei einem Blockchain-Fork könnte man verkürzt sagen, der Stamm spaltet sich. Nicht, weil ein Blitz einschlägt, sondern weil das zugrunde liegende Protokoll geändert wird. Das Protokoll wird geändert. Was heißt das? Es ist nicht mehr abwärtskompatibel. Ein Protokoll wird zum Beispiel insofern umgestellt, als dass der Code so verändert wird, dass die Transaktionen nur noch privat sind, also geschlossen sind. Nicht pseudo-anonym, sondern dass sie gänzlich eine private Blockchain entsteht, dass man anonym Transaktionen durchführen kann. Das ist zum Beispiel eine wesentliche Änderung. Und das führt dazu, dass sich eine Blockchain spaltet und wirtschaftlich betrachtet für den Einzelnen bedeutet das, dass man nicht nur ein Kryptoasset der ersten Blockchain hat, sondern auch ein zweites Kryptoasset der zweiten Blockchain. Und was bedeutet das jetzt im Steuerrecht? Im Steuerrecht, ganz kurz gesagt, gilt folgende Regel. Steuerbar und steuerpflichtig ist dann eine Transaktion im Zusammenhang mit Kryptoassets, wenn man die Kryptoassets länger als ein Jahr hält. Länger als ein Jahr vom Zeitpunkt der Anschaffung aus. Steuerpflichtig ist die Differenz zwischen Veräußerungserlös und den historischen Anschaffungskosten. Und jetzt ist die große Frage, wie behandelt man jetzt diese neuen Kryptoassets, die eigentlich aus dem Nichts entstehen, weil sich eine Blockchain spaltet, weil sie entweder sich spaltet in einen anonymen Zweig und einen pseudonymen Zweig oder weil eine Blockchain grüner werden möchte, weil sie den Konsensalgorithmus ändert und den hohen Energiebedarf einstellen möchte. Da stellen sich natürlich hinsichtlich der Steuerbarkeit zwei relevante Fragen. Die erste Frage ist, naja, was bedeutet der Zufluss der neuen Coins? Die zweite Frage ist, was bedeutet das, wenn man die neuen Coins später veräußert? Die erste Frage ist einfach zu beantworten. Der Zufluss ist nicht steuerbar. Das ist sowas wie ein Zufallsgewinn, der ist steuerlich irrelevant. Die zweite Frage ist aber genau der Kern in meiner Forschung. Welche Maßstäbe können wir heranziehen, um diesen neuen Sachverhalt, Niklas sagt dazu immer richtigerweise, das ist Terra Incognita, können wir diesen einfangen. Es gibt im Versuch sozusagen Aktiensplits, Maßnahmen von Kapitalgesellschaften für diese Spaltung der Blockchain heranzuziehen. Ob das wirklich der Fall ist, ich habe persönlich meine Zweifel. Wenn man das nämlich nicht tut, dann hat das zur Konsequenz, dass die Veräußerung der jungen Coins steuerfrei sind, was ein nettes Ergebnis wäre und ein Körbergeld für heute Abend. Vielen Dank. Lieber Georg, vielen herzlichen Dank. Nächster Redner, Florian Wimmer. Florian ist der Gründer und auch CEO von Blockbit. Florian ist auf der Forbes 30 unter 30 Liste, ich glaube 2018 gerankt worden. Er hat früher bei KPMG gearbeitet und ist seit 2015 Krypto-Trader. Und ich würde sagen, das Unternehmen, das du gegründet hast, das hast du, glaube ich, gegründet, weil du ein persönliches Problem lösen wolltest. Und ich glaube, es wäre jetzt interessant zu hören, was du da genau gemacht hast. Bist du beim...
Ja, ich spreche nicht über den STO, ja, sondern ich spreche über das spannende Thema der Versteuerung. Und das war auch das Ganze, was mich auf diesem Pfad der Gründung eigentlich begeben hat. Weil wir haben es halt schon gehört, ja, das Wallet am Handy, das Bankkonto am Handy, ja, ich bekomme Kontrolle über meine Assets zurück. Ja, es hat nicht mehr die Bank meine Assets, sondern ich habe sie wirklich. Und was ich mit dieser Kontrolle und dieser Freiheit auch bekomme, ist die Verantwortung. Ja. Das heißt, ich bin verantwortlich, diese Assets nicht zu verlieren und ich bin auch verantwortlich, eventuell anfallende Steuern zu erklären. Und das ist man ja in Österreich, sage ich mal, als Durchschnittsbürger nicht gewohnt, ja, weil wer macht eine Einkommensteuererklärung, wirklich nur, wenn man selbstständig ist oder auch in dem Bereich ein bisschen aktiver ist. Und das ist das, wo wir gesagt haben, mit diesen ganzen neuen Möglichkeiten, und wir haben jetzt gerade gehört, mit so einem Hard Fork, so einem Split, ja, das ist nur eines von vielen, das wirklich, wirklich interessant ist, dass ich kann diese Assets jetzt transferieren. Ich habe jetzt nicht mehr die Verantwortung bei der Bank, die Steuer abzuführen. Ich kaufe bei der Bank das Wertpapier, ich verkaufe es bei der Bank, die Bank führt die Steuer ab, sondern ich kaufe es bei der Bank in Österreich, dann habe ich das auf meinem Handy und dann schicke ich das an eine Bank oder einen Broker oder eine Börse in Hongkong. Dort tausche ich es um gegen eine andere Kryptowährung, dann schicke ich es auf ein Wallet von mir, so einen USB-Stick, und dann schicke ich es von dort wieder irgendwo hin und verkaufe es dann mal auf den Cayman Islands oder was auch immer. Ja. Steuerpflichtig bin ich trotzdem in Österreich und ich muss jetzt sagen, okay, wie komme ich eigentlich dann zu diesem Anschaffungswert dieses Assets, das ich habe? Und darum ist es eben wichtig, dass ich das Ganze dokumentiere. Und das ist das, wo wir gesagt haben, da setzen wir an, weil, und das ist auch bei mir eigentlich ein eigenes Problem gewesen, nicht nur die Versteuerung, sondern auch die Herkunftsnachweise dieser Assets ist ein großes Problem, sobald ich mal auscashe an die Bank, weil dann fragt die, wo ist das Geld her und sperrt mir das Konto, wie sich das Ganze erklären kann. Also diese lückenlose Dokumentation aller meiner Transaktionen ist etwas, für das bin ich aktuell und ich glaube auch in Zukunft, solange sich das Ganze rechtlich nicht ändern wird, zuständig bin, um das offenzulegen, sollte mal ein Brief vom Finanzamt kommen. Und da haben wir eine Softwarelösung, wie das Ganze entwickelt. Gibt natürlich auch andere, wo wir sagen, PSD2-Richtlinien für alle Börsen der Welt und so weiter gibt es nicht, aber irgendwie muss ich diese Daten herbekommen. Und eine Börse in Hongkong hat eine andere Datenstruktur wie eine Blockchain, eine öffentliche oder ein Broker oder eine Bank in Österreich. Und darum braucht es ein universales Übersetzungsprotokoll, das diese Daten abgreift, diese Daten standardisiert, diese Transaktionshistorie komplett macht und die ich dann hernehmen kann, um eben zu sagen, hier kommen meine Assets her, da haben sie sich bewegt, hier habe ich in meiner Landeswährung umgerechnet diesen und diesen Gewinn erwirtschaftet, weil in Bitcoin darf ich meine Steuern aktuell noch nicht zahlen. Gab schon ein paar Experimente in den USA, aber wurde dann wieder zurückgezogen. Das heißt, ich brauche immer noch die Umrechnung in meiner Landeswährung. Und dafür brauche ich diese komplette Dokumentationshistorie. Und was man jetzt nur mitgeben kann, allen, die sich für das Thema interessieren, von Anfang an zu schauen, dass man diese Historie hat, weil je länger man wartet, desto schwieriger wird es. Es gibt Börsen, die gibt es nicht mehr. Und wenn ich dort gehandelt habe, dann komme ich nicht mehr an die Daten. Das aufzubereiten für Jahre vor meiner ersten Steuererklärung ist sehr, sehr, sehr mühsam. Und klar waren es bis jetzt die Techniker, viele Leute, die das gemacht haben, aber jetzt, wo es wirklich auch durch die ganzen Möglichkeiten, die es gibt, für den Massenmarkt zugänglicher wird, sollte man unbedingt schauen, dass man sich bewusst ist, hier auch eine quasi ganze Dokumentation zu führen, denn dann kann man das in ein Programm einspeisen und kann die Steuer dann rein mathematisch, weil ich habe ja alle Daten eigentlich auf Basis der aktuellen Gesetzeslage optimal berechnen. Also ich spare mir da wahrscheinlich auch ein bisschen was beim Steuerberater, wenn ich die Daten so gut aufbereiten kann, dass ich eigentlich dann nur noch die Absegnung, Freigabe bzw. vielleicht Einzelfallbetrachtung, weil da gibt es auch noch sehr viele offene Punkte, wo ich sage, bin ich jetzt gewerblich oder ist es dann doch noch privat ein bisschen eine Spielerei, wie in welchem Rhythmus und in welcher Intensität betreibe ich quasi das Trading oder das Mining oder was auch immer. Das heißt, da ist es dann schon wieder auch zu raten, einen Steuerberater hinzuzuziehen, aber ich spare mir halt sehr viel Kosten und Zeit, wenn ich das vorher so gut wie möglich aufbereite. Danke. Vielen Dank. Wertes Publikum, begrüßen Sie mit mir als nächste Rednerin meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Magister Christine Siegel. Frau Siegel ist seit 2010 bei Wolf Theiss tätig. Sie studierte das Studium der Rechtswissenschaften und der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Vor ihrer Zeit bei Wolf Theiss war Frau Siegel in der Bankenaufsicht bei der FMA tätig, sowie bei der Raiffeisen Bank International. Frau Magister Siegel ist eine ausgewiesene Expertin für den Finanzsektor, speziell im Bereich Bank- und Aufsichtsrecht. Sie berät laufend bei einer großen Anzahl von österreichischen Transaktionen und internationalen Transaktionen des Finanzsektors und ist zudem Autorin zahlreicher Fachpublikationen. Frau Magister Siegel wird uns Aufschluss geben über die Frage, ob Handelsplattformen für Kryptoassets reguliert sind oder reguliert gehören. Christine, bitte um deinen Beitrag. Danke vielmals.
wie auch schon Alexander gesagt hat, die Frage, ob Krypto-Assets und deren Handelsplattformen reguliert sind, hängt im Wesentlichen einerseits vom Einzelfall ab, wie man so schön bei der Aufsicht sagt, insbesondere eben, welche Dienstleistungen diese Handelsplattformen auch tatsächlich erbringen und welche Assets dort gehandelt werden. Die Vorredner haben schon ausgeführt, Security-Tokens werden regelmäßig als übertragbare Wertpapiere und somit Finanzinstrumente im Sinne des Wertpapieraufsichtsrechts zu qualifizieren sein. Das heißt, dass auch entsprechende Handelsplattformen aller Wahrscheinlichkeit nach irgendeine Art von Konzession für Wertpapierdienstleistungen bedürfen. Gleiches gilt dann auch für Handelsplattformen, die wiederum Derivate mit solchen Security Tokens als Underlying anbieten zum Handeln. Nicht so klar oder beziehungsweise auch zumindest nicht einmal in der Literatur wirklich eindeutig diskutiert ist die Frage, was mit sonstigen Kryptoassets ist. Hier stellt sich insbesondere die Frage, ob diese Art von Kryptoassets unter Umständen Waren im Sinne des Börserechts sein können. Das würde bedeuten, dass eine Handelsplattform, die derartige Kryptoassets zum Handel anbietet, unter Umständen eine Konzession als Warenbörse benötigen würde. Andererseits wiederum Derivate mit solchen Kryptoassets als Underlying wären als wiederum Finanzinstrumente zu beurteilen. Das wiederum würde bedeuten, dass das gleiche zuvor Gesagte für Security Tokens auch für derartige sogenannte Commodity Derivatives gelten würde. Ich glaube, ich war die erste Rednerin, die die Zeit eingehalten hat. Vielen herzlichen Dank, Frau Magister Siegel. Der nächste Redner hat einen derartig langen Lebenslauf, also fast 2 Seiten. Wenn ich den vortragen würde, würde ich die ganzen 5 Minuten aufbrauchen. Ich werde deshalb nur 4 oder 5 Highlights raussuchen. Professor am Institut für Zivilrecht der Uni Wien, Lehrbeauftragter an sehr vielen verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen, Gründer des Europäischen Zentrums für E-Commerce und Internetrecht, Berater verschiedenster Kanzleien, Kammern, Unternehmen und Regierungen, irrsinnig viele Publikationen und zuletzt Marathon-, Arktis- und Antarktis-Läufer sowie Segler- und Motorrad-Tourenfahrer. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Zankl. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der digitale Nachlass, über den ich spreche, ist die Summe aller vererblichen digitalen Inhalte. Das umfasst ein sehr breites Spektrum. Dazu gehören Websites, E-Mail-Accounts, Social-Media-Profile, Bitcoins und vieles mehr. Ist das wichtig? Kommt drauf an. Wenn es sich um rein private Inhalte handelt, wird das die Erben des Verstorbenen in der Regel weniger interessieren. Es gibt aber durchaus Beispiele, die zeigen, dass es sich hier um wirtschaftlich recht relevante Assets handeln kann. Ein bekannter Fall, der sich vor einigen Jahren in den USA zugetragen hat, drehte sich um einen Rechtsstreit eines Dienstnehmers, der einen privaten Twitter-Account genutzt hat für Unternehmenskommunikation und nachdem er das Unternehmen, den Dienstgeber gewechselt hat, die Follower mitgenommen hat. Er wurde geklagt auf rund $500,000, das sei der Werbewert von so vielen Followern. Ein anderer Fall, ein deutscher, bekannter deutscher Fotograf stirbt, hatte seine Bilder gespeichert in der Cloud, aber vergessen, seiner Erbin, seiner Frau, Passwort und Zugangsdaten bekannt zu geben. Und die Witwe hatte daraufhin größte Schwierigkeiten, an diese sehr wertvollen Fotografien heranzukommen. Vor wenigen Jahren hat sich ein tragischer Fall in Berlin zugetragen. Eine 14-Jährige ist vor eine U-Bahn gestürzt, vor eine einfahrende U-Bahn, dabei zu Tode gekommen. Ihre Eltern wurden geklagt vom U-Bahn-Fahrer auf Schadenersatz mit der Behauptung und Begründung, das sei Suizid gewesen. Die Tochter sei dafür, nämlich die Tochter der Eltern, die geklagt wurden, dafür verantwortlich gewesen und daher müssten die Eltern als Erben jetzt Schadenersatz leisten. Die Eltern haben Einsichtnahme nehmen wollen in den Facebook-Account ihrer Tochter, hatten auch die Zugangsdaten, kamen aber nicht rein, weil Facebook diesen Account in den sogenannten Gedenkzustand versetzt hat, also eingefroren hat. Diese Beispiele zeigen, dass es also durchaus um Vermögenswerte-Themen hier gehen kann.
Und die Frage ist damit, wo liegen denn die Probleme für die Rechtsanwendung und für die Praxis? Weniger Probleme haben wir in dem Fall, in dem sich digitale Inhalte auf Datenträgern des Verstorbenen befinden. Diese Datenträger stehen in seinem Eigentum, fallen daher ohne weiteres in seine Verlassenschaft und gehen daher ohne weiteres auf seine Erben über. Schwieriger wird die Situation dann, wenn digitale Inhalte auf Plattformen Dritter gespeichert werden, wie eben zum Beispiel bei Social Media Accounts. Hier haben wir mehrere Probleme. Zum einen handelt es sich bei den Betreibern dieser Plattformen in der Regel um ausländische Anbieter, vor allem US-amerikanische, die sich naturgemäß nicht um nationale Erbrechtsordnungen kümmern, insbesondere nicht um österreichisches Erbrecht. Und zweitens haben diese Plattformbetreiber natürlich Nutzungsbedingungen, in denen alles Mögliche steht, unter anderem, dass beispielsweise bei Facebook ein Account automatisch in den Gedenkzustand versetzt wird. Oder bei Twitter, dass bei 6-monatiger Inaktivität automatisch die Löschung des Accounts erfolgt. Das sind Probleme, mit denen sich die Erben dann herumschlagen müssen. Was empfiehlt man daher aus juristischer Sicht jemandem, der sicher gehen möchte, dass seine Rechtsnachfolger auch in den Genuss seiner digitalen Verlassenschaft, seines digitalen Nachlasses kommen? Zum einen eine Liste zu erstellen, in denen er anführt, welche Accounts hatte er überhaupt, weil das erfährt man ja nach seinem Tod nur sehr schwer, weil man gegen die Plattformbetreiber keinen Auskunftsanspruch hat. Und auf der anderen Seite sollten eben den Erben auch die Passwörter mitgeteilt werden, damit sie die Möglichkeit haben, diese Inhalte auch abzurufen und für sich zu nutzen, bevor der Account deaktiviert oder in den Ruhestand, in den Gedenkzustand oder sonst wie in einen Zustand versetzt wird, der es eben den Erben unmöglich macht, an die Inhalte zu kommen. Die Glocke läutet und damit bin ich am Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Zankl. Verehrtes Auditorium, ich freue mich, Ihnen nun den CEO von Conda Crowd Investing, Herrn Magister Sascha Radic, vorstellen zu dürfen. Der studierte Physiker ist Experte auf dem Gebiet Financial Services und weist mehrere Jahre Erfahrung als Unternehmensberater in diesem Bereich vor. Er hat in seiner Laufbahn bereits zahlreiche Projekte in den Bereichen Risiko, Strategie, Steuerung bei Banken im deutschsprachigen Raum, CEE und in New York begleitet. Herr Magister Radic wird uns in den kommenden 5 Minuten über die Rahmenbedingungen für Crowdinvesting in Österreich informieren. Herr Radic, wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Dankeschön. Ja, mit all den Vorträgen in Tokenization und Blockchain und so weiter und so fort fühlt man sich mit Crowdinvesting mittlerweile wie in der alten Welt. Und trotzdem werden wir immer wieder gefragt, Crowdinvesting, was ist das nochmal ganz genau? Was ist Crowdfunding? Gibt es da einen Unterschied? Ist das das Gleiche? Und insbesondere im deutschsprachigen Raum unterscheidet man durchaus zwischen dem Crowdfunding-Begriff und dem Crowdinvesting-Begriff. Deswegen hier kurz vielleicht durch ein, zwei Beispiele. Wir haben vor einiger Zeit zum Beispiel eine Projektanfrage bekommen von einem Team, das uns darum gebeten hat, auf die Plattform zu kommen, weil sie wollten etwas Altruistisches machen. Sie wollten, ich glaube, 10.000 Bäume pflanzen, das finanzieren lassen von der Crowd und was Gutes für die Welt tun. Habe ich gesagt, ja, finde ich grundsätzlich gut, wir unterstützen das. Allerdings ist es nicht Crowdinvesting. Wir können da leider nicht helfen, da gibt es vielleicht andere Plattformen. Zweites Beispiel, es kam ein junger Gründer zu uns, der gesagt hat, ich habe einen Prototypen, eine Hardware, eine bestimmte Sache, die super toll war und ich habe leider nicht das Geld, um es zu produzieren in Serie, um es dann entsprechend in den Markt zu bringen, kann ich da nicht auf eure Plattform kommen, quasi von der Crowd vorfinanzieren lassen und jeder, der mir ein gewisses Geld gegeben hat, bekommt dann das Produkt, wenn es dann in Serie produziert worden ist. Ich habe gesagt, leider, tut mir leid, es ist nicht Crowdinvesting, das ist eben dieses, also der erste Fall wäre Donation-Based Crowdfunding, der zweite Fall wäre Reward-Based Crowdfunding. Was ist also Crowdinvesting? Im Wesentlichen unterscheidet es sich durch eine vertraglich vorab definierte monetäre Rückzahlung zurück an die Crowd. Was heißt das? Also durch die Regulatorik haben wir nicht so viel Spielraum. In der Regel werden bei den meisten Crowdinvesting-Plattformen durch das Instrument der partiarischen nachrangigen Darlehen eben
die Gelder von der Crowd zu den Unternehmen bewegt und in Abhängigkeit von der Risikosituation der Unternehmen modeln dann eben die Plattformen, zum Beispiel wir, diese Darlehensverträge so um, dass es dann grundsätzlich passt. Wieder ein Beispiel, wenn eine KMU zu uns kommt und sagt, wir hätten gern so und so viel, in der Regel müssten es über 100.000 Euro sein, wir hätten gerne eben Geld von der Crowd und zusätzlich diesen Marketing-Effekt und so weiter und so fort, dann versuchen wir die Risikosituation dieser KMU, sofern gewisse Kriterien erfüllt sind, ein gewisses Alter des Unternehmens, eine gewisse Stabilität in den Zahlen, versuchen wir das Risiko einzuschätzen oder abzubilden, indem wir sagen, gut, du wirst in der Regel vielleicht ein Rating haben von KSV, von einer Bank oder wir basteln es uns selbst. Wenn du ein Rating hast, dann hast du eine Ausfallwahrscheinlichkeit und dann können wir den risikoadäquaten Nachrangdarlehenszinssatz bestimmen, den die Crowd bekommt. So. Auf der Seite relativ einfach. Was ist aber, wenn ein Startup zu uns kommt? Dann sagen wir, gut, wir gehen es nicht ganz von der Risikoseite an, sondern wir gehen es quasi vom Upside-Potential an. Wenn ein Startup zu uns kommt, dann modeln wir diese Darlehensverträge, die nach wie vor basierend auf nachrangigen Darlehen sind, so um, dass die Crowd, die dann reingeht, quasi virtuelle Anteile bekommt, basiert auf dem, was die Crowd investiert und basiert auf einem Unternehmenswert, den das Unternehmen zur Verfügung stellt und dann am Ende dieser Darlehensverträge quasi mit einem neuen Unternehmenswert entsprechend die Crowd wieder herauskauft. Das heißt, bei beiden Fällen, egal ob KMU oder Startup, wir haben auch ganz viele Sondermodelle zum Beispiel, mussten wir Rapid und dergleichen auch irgendwie abbilden, gibt es immer diesen monetären Rückfluss zu Crowd und das definiert Crowd Investing. Definiert und das Ganze eben vom Gesetz auch quasi gebackt ist, ist es vor einiger Zeit durch das sogenannte Alternativfinanzierungsgesetz, das besagt, dass ich Projekte, quasi Crowdinvesting-Projekte, Crowdinvesting-Kampagnen bis zu 2 Millionen sehr leicht aufsetzen kann. Da muss ich nur ein gewisses Informationsblatt zur Verfügung stellen, es prüfen nach Kohärenz, Verständlichkeit und Vollständigkeit. Und wenn ich Projekte über 2 Millionen angehen möchte, dann muss ich so etwas wie ein Kapitalmarktprospekt light und dann ab 5 Millionen ein echtes Kapitalmarktprospekt zur Verfügung stellen. Aber in der Regel deckt das Alternativfinanzierungsgesetz eben diese Thematik ganz gut ab. Vielleicht letzter Punkt noch. Zurzeit in Diskussion in Brüssel eine Art europäische Lösung, wonach eben es auch international leichter sein sollte, die Projekte zu finanzieren und auch quasi grenzübergreifend leichter zu investieren. Dankeschön. Super, vielen herzlichen Dank, Herr Magister Radic. Der nächste Sprecher, Patrick Birchegger, ist Innovation Manager bei A1 Telekom Austria. Herr Birchegger hat auf der WU studiert und jetzt ist seine Tätigkeit, oder jetzt besteht seine Tätigkeit eigentlich darin, Startups zu screenen, ich glaube so 100 pro Jahr. Und das Thema, das hier angesprochen wird, ist: Sprechen Corporates und Startups die gleiche Sprache? Und ich glaube, da sind Sie genau der Richtige, das zu beantworten. Danke. Perfekt, ja, vielen lieben Dank. Wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Die Frage: Sprechen Corporates und Startups die gleiche Sprache? Die Antwort, meine Damen und Herren, nein, sie sprechen nicht die gleiche Sprache. Das war es noch nicht, das ist noch nicht vorbei. Ich komme dann noch zum Ende. Wenn Sie mir das erlauben, würde ich gerne die 5 Minuten auch ausnutzen und schauen, dass ich nicht überziehe. Nein, Corporate, Elefant. Langsam, eingefahrene Strukturen, Prozesse, es folgt am gewissen natürlich Einkaufsprozesse, die jetzt für Startups nicht immer so transparent sind, da fehlt vielleicht die Erfahrung. Wir haben eine Corporate Governance, der ich natürlich folgen muss und ich habe hier das Corporate quasi mit all seiner Corporate Governance und Legacy und auf der anderen Seite das Startup. Und das Startup kann man jetzt quasi in dem Zusammenhang als die Gazelle bezeichnen. Also das Startup ist jetzt sehr schnell, wendig, kann Entscheidungen treffen und es unterscheidet sich natürlich jetzt vom Corporate. Also da treffen wirklich zwei Kulturen aufeinander. So, jetzt kann ich als Corporate natürlich sagen, das passt nicht, warum soll ich jetzt mit dem Startup zusammenarbeiten? Ja, ich bin als Corporate dazu gezwungen. Wenn ich mir jetzt die Marktkapitalisierung, die Entwicklung in den letzten Jahren anschaue, der GAFAM-Unternehmen. GAFAM wird den meisten ein Begriff sein,
Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft extrem steigende Bewertungen. Um jetzt einen etwas unchristlichen Vergleich aus dem Forbes Magazine heranzuziehen, die Verbreitung des Christentums hat 19 Jahrhunderte gedauert, um 600 Millionen Gläubige zu begeistern. Wie lange hat WhatsApp gebraucht? Das war aus dem Forbes Magazine, ist nicht von mir, ich zitiere nur. WhatsApp hat 6 Jahre dafür gebraucht und hat hiermit den Telekommunikationsmarkt transformiert. Das heißt, ich kann es mir nicht aussuchen, ich muss mich damit beschäftigen. So, und wie mache ich das jetzt richtig? Ich muss als Corporate von den Startups lernen. Ich muss agiler werden in meiner Organisation. Ich muss schneller Entscheidungen treffen. Ich muss meine Einkaufsprozesse adaptieren. Ich muss einen Fast-Track für Startups schaffen. Und natürlich geht es auch darum, die Rahmenbedingungen und die Erwartungshaltungen hier von den Corporates und von den Startup-Gründern einzufangen. Und wir machen das seit 2015 mittlerweile im Rahmen des A1 Startup Campus, kooperieren hier mit jungen Startups und gemeinsam schaffen wir es, Produkte für unsere Kunden entsprechend den Kundenbedürfnissen zu gestalten. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir als Corporate bereit sind, den Startups zuzuhören. Und wie machen wir das? Wir nehmen unsere Mitarbeiter, wir geben ihnen die Möglichkeit, ins Startup reinzugehen. Die werden quasi Praktikanten, da gibt es den Film mit dem Robert De Niro, falls den jemand kennt, wenn ich den noch bemühen darf. Unsere Mitarbeiter gehen in die Startups rein, lernen, werden weiter von A1 bezahlt, gehen zurück zu uns ins Unternehmen und nehmen ihre Learnings mit. Da geht es um Kulturthemen, um innovative, agile Arbeitsweisen, die wir als Unternehmen erst lernen müssen. Und das schaffen wir nur gemeinsam mit den Startups. Und abschließend möchte ich noch sagen, es wird immer bemüht, Corporates, Startups, KMUs, wie kann man zusammenarbeiten? Am Ende des Tages kooperieren die Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Birchecker. Sehr geehrte Damen und Herren, als nächstes dürfen wir im Kreis unserer heutigen Redner den Gründer und Geschäftsführer von Venionaire Capital, Herrn Magister Berthold Baurek-Kalik, willkommen heißen. Herr Kalik ist mehrfach Unternehmensgründer, aktiver Business Angel sowie Venture Capital Investor. Seine auf Private Equity und Venture Capital spezialisierte Firmengruppe Venionaire Capital berät verschiedene Acceleratoren und verwaltet eine Reihe von Venture-Fonds. Er ist darüber hinaus Gründer und Generalsekretär des Business Angel Institutes, Mitglied des Vorstands des European Super Angels Club, Geschäftsführer des Wachstumsfonds Motec Ventures und Mitglied des Vorstands der Austrian Private Equity and Venture Capital Organization sowie externer Berater in verschiedenen EU-Programmen. Herr Magister Kalik wird uns Aufschluss darüber geben, warum nur wenige mit Venture Capital Geld verdienen. Berthold, bitte um deine Worte. Sehr gerne. Danke für die äußerst komplette Vorstellung. Hört man mich bitte? Sonst ich bleibe gerne da, dann mache ich es mal traditionell. Geschäfte mit Geld muss man ja auch ernst nehmen und traditionell nehmen. Außerdem habe ich so ein kleines Cheat-Sheet, dass ich die 5 Mythen über Venture Capital, die ich Ihnen heute näher bringen möchte, auch verfolgen kann. Wenn 5 Minuten so kurz, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das noch nicht drüber gebracht. Was mich interessieren würde, ist, Sie haben heute relativ viel schon gehört über Krypto, über Startups und so weiter, Digitalisierung. Wer von Ihnen hat denn schon in ein Startup investiert? Ja, doch einige. Wer hat mehr als sein Geld schon wieder zurückverdient? Ja, es sind doch auch ein paar. Sehr gut. Der Rest wird folgen. Kleine Frage in die Runde. Wer glaubt, dass er mehr als 3-mal Geld, also 3-mal das Investment zurückbekommen wird aus so einem Investment? Ja, es wird dann immer weniger. Ja. Der europäische Schnitt ist tatsächlich 2-mal Geld. Also der Europäische Investitionsfonds schafft es, 2-mal das Geld der Investoren zurückzuverdienen und braucht dafür im Schnitt 10 Jahre.
ist die durchschnittliche Fondslaufzeit eines Venture Capital Fonds. Das heißt, nach Adam Riese, wenn man sich anschaut, was Aktienmärkte so machen, ist kaum eine Risikoprämie, ein Risikoaufschlag drauf auf den Aktienmarkt. Und dann muss man sich doch fragen, warum tut man denn das? Das sollte doch eine krasse Outperformance da sein. Und es gibt auch diese wenigen Fonds, das sind tatsächlich 5-10% im Markt, die schaffen 6-10-mal Geld zu verdienen oder auch Ausreißer, die ein bisschen mehr machen. Aber das sind halt eben ganz wenige. Und dann fragt man sich, wie macht man das richtig, speziell wenn man in diesem Bereich investiert und wenn man auch sein Geld dorthin gibt, wo der Mund ist, also sprich selbst investiert, was in meinem Fall der Fall ist. Und dann hat man halt so ein paar Mythen, die man lernt, wenn man jung als Unternehmer in das Thema hineinsteigt. Ich habe mein erstes Unternehmen mit 17 gegründet und habe dann als Business Angel das erste Mal mit 23 Geld ausgegeben. Und das war eine unheimlich gute Erfahrung. Ein MBA in Amerika wäre günstiger gewesen. Das erste, was ich damals gehört hatte, war, VC-Geld, das dreht unheimlich schnell. Wenn du die richtige Nase hast und das Timing richtig hast, dann hast du innerhalb von 1,5 Jahren ein Vielfaches deines Geldes zurück. Die Realität ist, das Investment von damals war relativ schnell abgeschrieben. Das zweite Investment dahinter hat nach 9 Jahren endlich den Weg in die Profitabilität gefunden und ist, ich würde sagen, aus dem Leben eines Zombies zu einem kleinen Dividendenzahler geworden, aber nichts, wovon man leben könnte. Das heißt, am Ende des Tages war relativ viel Geld mal hart blockiert und man hat sich überlegen müssen, warum geht denn das nicht schneller? Die Realität ist, das schafft der Markt im Schnitt in 3-5 Jahren. Keiner schafft so richtig schnell. Unicorns brauchen ja bekanntlich 10 Jahre oder dürfen 10 Jahre brauchen, bis sie auf die Milliarde Bewertung kommen. Wir wissen, ein Unicorn ist einigermaßen selten, deswegen heißt es ja auch so. Und dementsprechend gibt es halt nicht ganz so viele, die diese Skalierung, dieses Wachstum so schnell schaffen. Das heißt, wenn wir uns auf diesen Markt konzentrieren, müssen wir damit leben, dass wir innerhalb von 3-5 Jahren Geld drehen und dann müssen wir gut sein, und das heißt mehr als 2-mal Geld verdienen, und dann würde das Ganze schon mal passen. Reicht aber nicht, wir wollen schnell sein, wir wollen das Timing richtig erkennen, können wir uns im Nachgang unterhalten, da gibt es sehr, sehr viel Philosophie dazu. Returns 10-mal wird man nicht sehen, war der zweite Flaw. Wir haben es mittlerweile geschafft, dass wir auf einem Return-Weg sind, dass wir 3-4-mal Geld sehen in den Portfolios heute. Wir haben allerdings 7 Jahre gebraucht, um dorthin zu kommen, auch dazu im Nachgang gerne mehr. Die besten VCs waren selbst Tech-Founder, haben wir auch gehört. Ich war Investmentbanker, Statistiker und davor Eventveranstalter, hat auch nicht richtig so gepasst von der DNA. Was ich dann gelernt habe, ist, dass auch das ein Mythos ist. Tatsächlich ist es so, dass meistens sehr gute Tech-Founder sehr gute Investmentbanker finden und am Ende ein super Team bilden. Und diese DNA findet man tatsächlich in den besten Fonds. Jeder kann investieren, stimmt auch nicht ganz. Man sollte sehr tiefe Taschen haben. Auch das Learning haben wir sehr schnell gemacht, nämlich dann, wenn es darum geht, nachzulegen, geht einem schnell das Geld aus. Und wenn einem das passiert, dann ist das Problem da. Dann wird das Unternehmen entweder ein Zombie oder ein Abschreiber. Der Exit in der Riemergasse früher war der häufigste in Österreich, ist wahrscheinlich heute noch. Ja, die besten Founder sind young and crazy, und das ist auch schon der Schluss, ist der letzte Mythos. Tatsächlich ist es so, dass bei Exit im Schnitt die besten Founder 45 Jahre alt sind. Das heißt, wenn Sie die Altersschraube im Hinterkopf behalten, sollten Sie in einen rund 40-Jährigen investieren, dann haben Sie die höchste Chance, einen guten Return zu bekommen. Schönen Abend. Vielen herzlichen Dank, Berthold. Unser nächster Redner ist Karl Binder. Karl ist Partner bei Wolf Theiss, seit 2008. Ursprünglich hast du eine Notariatsausbildung gemacht, also du wärst fast Notar geworden, bis du dann Anwalt geworden bist. Und bei Wolf Theiss ist einer deiner Schwerpunkte das Immobilienrecht. Wir haben uns da unterhalten vor ein paar Monaten über einen Artikel in der Financial Times. Da stand irgendwie, is Airbnb destroying Europe's cultural capitals? Also zerstört Airbnb die kulturellen Hauptstädte Europas? Und das war eigentlich der Aufhänger für dieses Thema. Heute kann man eigentlich so Wohnungen kaufen, en masse, vielleicht 20 Wohnungen, sie vermieten über eine Plattform. Also es gibt ja verschiedene Plattformen. Oder gibt es irgendwelche rechtlichen Einschränkungen oder Rahmenbedingungen? Karl, danke. Danke, Niklas, für diese freundlichen Worte. Kann ich Wohnungen kaufen, um sie über Airbnb oder vergleichbare Plattformen zu vermieten? Können, ja. Der Professor Zankl hat heute schon gesagt, es kommt drauf an. Das ist eine juristisch eigentlich immer korrekte Antwort, es kommt wirklich drauf an. Und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen Input dazu geben, auf welche Aspekte Sie sich konzentrieren sollten, wenn Sie andenken, derartige Investments zu tätigen.
Der erste Aspekt ist, Sie sollten sich fragen, welche Art von Wohnung haben Sie im Blick, beziehungsweise vielleicht haben Sie schon eine Wohnung, die Sie vermieten wollen. Mit der Art meine ich, geht es um eine Wohnung, die in einem Objekt gelegen ist, das möglicherweise ein Wohnungseigentumshaus ist, sprich sind Sie alleiniger Herr im Haus oder haben Sie es mit anderen Miteigentümern zu tun? Sollte letzteres der Fall sein, andere Miteigentümer an Bord sein, dann brauchen Sie für eine Vermietung, für eine kurzzeitige Vermietung an dauernd wechselnde Gäste, grundsätzlich die Zustimmung aller Miteigentümer. Anderenfalls haben diese einen Anspruch darauf, Sie auf Unterlassung zu klagen. Ist also schon eine relative Einschränkung. Wie komme ich jetzt zu der Antwort auf die Frage, darf ich denn vermieten? Gibt es diese Zustimmung? Sie können sich das eigentlich relativ leicht einmal vorläufig anschauen, indem Sie in den betreffenden Wohnungseigentumsvertrag Einsicht nehmen. Vielleicht gibt es dort schon eine Vorabzustimmung. Findet man heute eigentlich relativ oft, weil natürlich das Thema ein relativ praxisrelevantes ist. Haben Sie diese Hürde umschifft und die Zustimmung vielleicht vorab schon erhalten, dann müssen Sie sich die Frage stellen, wo will ich investieren? Mit wo ist eigentlich klassischer Sinn gemeint, in welchem Bundesland wollen Sie investieren oder wo in der Stadt wollen Sie investieren? Österreich ist immer noch sehr föderal sozusagen und es gibt 9 verschiedene Raumordnungsgesetze beziehungsweise 9 verschiedene Grundverkehrsgesetze. Also diese Gesetze sind tendenziell dazu entworfen, diese Kurzzeitvermietung einzudämmen. Warum? Weil natürlich es politisch ein sozusagen brisantes Thema ist. Wir sprechen von Wohnungsnot, wir sprechen von steigenden Preisen und so weiter. Haben Sie jetzt sozusagen Ihren Fokus auf Wien und wollen Sie, tragen Sie sich mit dem Gedanken, hier zu investieren, sollten Sie sich primär fragen, liegt Ihre Wohnung vielleicht in einer Wohnzone? Sie werden sagen, ja, hoffentlich liegt die Wohnung in einer Wohnzone. Ich bin nicht so sicher, ob das so wünschenswert ist. Es gibt in der Bauordnung eine Bestimmung, die sagt, eine gewerbliche Vermietung von Wohnungen in Wohnzonen ist nicht zulässig. Hört sich jetzt komisch an, vor allem wenn man sich das näher anschaut. Sie können das sehr einfach tun. Sie nehmen sich die Online-Version des Flächenwidmungsplans zur Hand und stellen fest, die inneren Bezirke sind eigentlich flächendeckend bei nahe Wohnzone. Ist also relativ verbreitet. Also ein regulatorisches sozusagen Korsett, in das man gezwängt ist. Es geht bei diesem Verbot primär, um Sie jetzt wieder ein bisschen zu beruhigen, darum, gewerblich zu vermieten. Das heißt, man muss sich überlegen, wann liegt eine Gewerblichkeit vor. Diese Frage ist derzeit unklar. Zumindest gibt es keine höchstgerichtliche Entscheidung diesbezüglich, weil der Gesetzgeber dies nicht ausdrücklich klargestellt hat. Man wird sich also noch anschauen müssen, wann liegt eine gewerbliche Vermietung vor. Wie es derzeit ausschaut, gibt es Stimmen, die sagen, gewerbliche Vermietung ist dann nicht gegeben, wenn man seine eigene Wohnung vermietet, währenddessen man selber sozusagen auf Urlaub ist, also das nur gelegentlich macht. Was allerdings der Fall ist, wenn man dauernd auf Urlaub ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also man wird noch schauen müssen, was da rauskommt. Und es bleibt also interessant. Man kann also nur mitgeben, man muss sich genau anschauen, was man kauft und dann auf Basis des konkreten Objekts eine Einschätzung treffen. Vielen Dank. Danke, Karl. Wertes Publikum, ich freue mich, Ihnen als nächsten Vortragenden den CEO von Morpher, Herrn Martin Fröhler, anzukündigen. Der Mathematiker Fröhler verfügt über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Quantitative Finance und gründete in den Vereinigten Staaten einen dezentralisierten quantitativen Hedgefonds. Im Jahr 2018 gründete Herr Fröhler Morpher zur Demokratisierung des Börsehandels. Morpher erlaubt einen Börsehandel ohne Börse. Es handelt sich dabei um eine Handelsplattform auf der Ethereum-Blockchain, die ihren Anwendern den kostenlosen Handel mit verschiedensten Vermögenswerten ermöglicht. Herr Fröhler wird in den kommenden 5 Minuten der Frage nachgehen, ob man noch Wertpapierbörsen benötigt, um Wertpapiere zu handeln. Herr Fröhler, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung und für die Vorstellung. Jeder, der schon einmal an der Börse gehandelt hat, kennt das. Börsenhandel heutzutage ist teuer, mühsam und unfair, vor allem für Kleinanleger. Der Prozess ist, man muss sich zuerst eine Bank suchen, die hat eh jeder, das ist noch das Einfache. Dann braucht man einen Broker, der einen Zugang zu der Börse verschafft, wo man dann vielleicht ein Zertifikat, das von einer Fondsgesellschaft aufgelegt wird, erwerben kann.
Es stehen also zwischen dem Investor und seinem Produkt vier Mittelsmänner, die alle Gebühren verlangen. Diese Industrie der Mittelsmänner ist in den USA alleine so groß, dass sie 250 Milliarden Dollar an Umsatz im Jahr generiert. Das ist aber noch nicht alles. Für Kleinanleger ist der Börsenhandel auch ein wenig unfair, denn sie haben oft nicht denselben Zugang zu den Assets wie Großinvestoren, also ich sage dann nur Commodities oder Immobilien zum Beispiel. Kleinanleger sind natürlich auch an die Börsezeiten gebunden und Kleinanleger können oftmals nur auf steigende Kurse spekulieren und die Märkte nicht shorten. Wir haben uns überlegt, wie würde Trading und Investing aussehen in der idealen Welt? Also wie sollte es eigentlich sein? Und die Antwort darauf ist relativ einfach. Es sollte keine Gebühren geben, es sollten alle Märkte zugänglich sein über im Idealfall eine einzige Plattform. Man sollte die Märkte shorten können und es sollte auch kein Gegenparteirisiko geben. Also man sollte ohne Angst haben zu müssen, dass die Gegenpartei von einem Trade bankrott geht, handeln können. Blockchain macht diese ideale Welt möglich und wir mit Morpher realisieren sie und wollen sie Konsumenten zur Verfügung stellen. Wir haben ein Set von Smart Contracts entwickelt, also Software auf der Ethereum-Blockchain, die alle börsengehandelten Märkte der Welt in Echtzeit beobachtet, den Preis dieser Märkte, und zusätzlich eine Währung einführt, eine Währung, um Wetten auf diese Märkte zu setteln. In der Praxis funktioniert das Ganze so: Wenn jemand über 100 unserer Token verfügt, kann er eine Wette virtuell auf der Ethereum-Blockchain, zum Beispiel auf die Preisentwicklung der Apple-Aktie, setzen. Geht die Apple-Aktie 10% hinauf, dann erhält der Investor 110 Token. Geht die Apple-Aktie 10% hinunter, dann werden 10 dieser Token permanent zerstört. Die Gegenpartei bei diesem Handel ist jetzt niemand anderer an der Börse, sondern ist das Smart Contract selbst. Und der Smart Contract schöpft neues Geld, er kreiert Token für Wetten, die gewonnen werden, und er zerstört Token permanent für Wetten, die verloren werden. Es gibt also keine Gegenpartei und ein paar nette weitere Eigenschaften. Es gibt keine Mittelsmänner, keine Gebühren damit. Man kann 24/7 handeln, jeder Asset, auch Aktien zum Beispiel. Und man kann natürlich genauso leicht shorten, wie man long gehen kann. Gut, die Konsequenz davon, dass es keine Gegenpartei ist, ist natürlich, dass die Geldmenge in der Wirtschaft nicht konstant ist, sondern der Smart Contract kreiert neue Token, falls eine Wette erfolgreich ist, und zerstört Token, falls eine Wette nicht erfolgreich ist. Das heißt, die Gesamttokenmenge hängt vom kollektiven Investmenterfolg auf der Plattform ab. Das heißt, ein Trader, um einen ökonomischen Gewinn zu erzielen, wird tatsächlich besser sein müssen als die durchschnittliche Inflations- oder Deflationsrate. Aber das ist wiederum äquivalent zum Trading auf traditionellen Börsen, wo man auch erst die Inflationsrate schlagen muss, um einen ökonomischen Profit zu machen. Um jetzt auf die Frage einzugehen, braucht man noch Wertpapierbörsen, um mit Wertpapieren zu handeln? Die Antwort ist ja, wird man auch weiterhin brauchen. Eine Börse wie unsere oder eine virtuelle Trading-Plattform wie unsere schafft keine Preisfindung. Wir hängen von der Preisfindung auf zweiseitigen Marketplaces auf Börsen ab. Ohne Börsen gibt es diese Preisfindung nicht. Man wird es daher weiterhin noch brauchen. Ja, aber die Mehrheit des Volumens im Handeln ist heute schon in Derivaten und wir sind sehr zuversichtlich, dass sich dieser Trend im 21. Jahrhundert fortsetzen wird, vor allem wenn man über virtuelle Derivate Zugriff auf Märkte bekommen kann, die man eigentlich jetzt noch gar nicht traden kann oder die man auch herstellen kann, dann quasi neue Märkte. Wir werden unsere Plattform hier in Österreich am 31. März diesen Jahres starten. Und wir werden sie starten, indem wir sehr viel Geld verschenken. Wir werden 50% der Tokenmenge am Anfang gratis an unsere User verteilen. Das wird ein Gegenwert von wahrscheinlich um die 15 Millionen Dollar sein. Wen es interessiert, der kann sich auf der Plattform schon anmelden und sich anschauen, also auf morpher.com. Und damit danke ich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Martin, für deinen Vortrag. Wir sind jetzt beim nächsten Redner. Matthias Schimpker, Counsel bei Wolf Theiss, seit 2010, Banking und Finance, viele Publikationen, vor allem Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Stiftungsrecht, auf der Uni tätig, zwei Unis, also in Wien und Berlin, bei der Professor Karls auch, und auch sehr Legal Tech interessiert, Security Tokens auch schon da gearbeitet. Heute geht es um Trading Bots. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Was versteht man ganz zusammengefasst unter Trading Bots? Trading Bots bedeutet nichts anderes als ein Computersystem, das es ermöglicht, den automatisierten Handel mit Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder Kryptoassets durchzuführen. Es ist nicht mehr der Investmentbanker, es ist nicht mehr der Broker, der die entsprechende Entscheidung trifft, keine natürliche Person, sondern es ist ein Computer, es ist ein Algorithmus. Der Algorithmus kann festlegen den Zeitpunkt der Order, der Algorithmus kann festlegen das Volumen der Order, der Algorithmus kann festlegen den Preis der Order. Der Algorithmus
verwendet dazu sämtliche zur Verfügung stehenden aktuellen und historischen Marktdaten. Es geht also einerseits beim Hochfrequenzhandel geht es um die Ausnutzung von Geschwindigkeit, bei Tradingbots, bei automatisierten Handelssystemen geht es ganz generell um die Verarbeitung von sämtlichen zur Verfügung stehenden Informationen, um eine bessere Entscheidung zu treffen als eine natürliche Person als Trader. Dazu werden auch selbstlernende Algorithmen eingesetzt, Deep Learning, die auf Marktereignisse reagieren, die den Markt scannen, vom Markt lernen und auch sehr komplexe Handelstransaktionen abwickeln können. Sie sind sehr, der Einsatz von derartigen Produkten und Systemen ist sehr stark im Steigen. Wir haben da eine Studie, die BaFin letzten Jahres veröffentlicht hat, die sagt, dass insbesondere bei Investmentfonds und bei Pensionsfonds der Einsatz dieser Handelssysteme sich in den letzten Jahren verdoppelt hat, aber auch in der Kryptobranche sind Tradingbots immer mehr beliebter. Sie bringen auf der einen Seite eine gewisse Demokratisierung der Finanzierung des Kapitalmarkts mit sich, indem sie zu einer Kostenreduktion führen können. Auf der anderen Seite sind natürlich aber auch Risiken damit verbunden. Ich möchte so zwei ganz kurz hier ansprechen. Auf der einen Seite gehen wir heute davon aus, von einem Kapitalmarkt, der von einer gleichgelagerten Information lebt, der die Informationsasymmetrie nicht wünscht, diese sanktioniert, man denke an die MAR. Wenn aber jetzt ein Computersystem sämtliche Informationen nutzt, heranzieht für seine Investitionsentscheidung, dann gerät dieses System etwas ins Wanken. Zweiter Punkt ist die Finanzstabilität. Hier stehen Tradingbots, algorithmische Handelssysteme, automatisierte Handelssysteme in Verdacht, auch zu kurzfristigen, sehr großen Verlusten an den Märkten beigetragen zu haben, sogenannten Flash Crash, das gibt es plakativ drei Beispiele, Dow Jones, S&P 500 und der britische Pfund, 2010, 2016, 2018 sind so markante Punkte, die in der Literatur immer dazu genannt werden. Wie reagiert man nun auf derartige Risiken? Auf der einen Seite sicherlich durch Regulierung. Wir haben im Wertpapierbereich erstmals in der MiFID II organisatorische Anforderungen an den algorithmischen Handel. Man muss, wenn man einen algorithmischen Handel betreibt, das der FMA grundsätzlich mitteilen. Man muss diesen Algorithmus testen, man muss ihn beschreiben, man muss robuste Systeme vorhalten, damit es zu keinen Missbrauch oder zu keinen Problemen kommt. Auch das Börsegesetz kennt regulatorische Vorgaben. So sagt § 18 des Börsegesetzes, dass ich als Börseunternehmen jeglichen Order, die über einen Algorithmus zustande kommt, als solchen auch kennzeichnen muss. Das ist ein bisschen die regulatorische Perspektive. Interessant aus meiner Perspektive ist natürlich auch die Frage, eine eher pathologische Frage, was passiert, wenn ein Tradingbot, wenn so ein Computersystem einen Schaden verursacht, wer soll letztlich dafür haften? Da kommen viele Personen in Frage und insbesondere bei selbstlernenden Systemen stellt sich ganz klar eine Kausalitäts- und eine Zurechnungsfrage. Nicht? Also wenn ich sage, ich programmiere etwas, das lernt dann selber weiter und dann macht es einen Schaden, kann ich sofort einwenden, ich bin nicht dafür verantwortlich, hat sich selbst eingelernt, diesen Fehler. Das heißt, sind die Regularien, wie sie wir jetzt haben, Verschuldenshaftung ausreichend, müssen wir vielleicht einen Gefährdungshaftungstatbestand heranziehen, wo es nicht ums Verschulden geht, müssen wir einen neuen Gefährdungshaftungstatbestand für Computer kreieren, müssen wir vielleicht ein Versicherungssystem kreieren mit einem Fonds, der Risiken abfedert, auch das wird diskutiert, oder letzte Frage, müssen wir vielleicht sagen, dass der Computer selber persönlich haftet. Lieber Herr Schimka, vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt eine Besonderheit. Wir haben ja eine Serie, die heißt The Future Of, und jetzt machen wir wirklich die Future, indem wir einen etwas jüngeren Vortragenden zu Wort kommen lassen. Ich hoffe, es funktioniert. Lukas, hörst du uns? Okay, es ist ein bisschen leise noch. Vielleicht kann man das lauter stellen. Was muss ich machen? Muss ich irgendwas einstellen oder jetzt? Sie kann auch schon mal beginnen. Also er ist da, aber man hört ihn ganz leise. Genau. So, Lukas,
Jetzt. Okay, super. Jetzt funktioniert es, oder? Jetzt noch größer machen, das Fenster hat man so. Das, genau. So. Super. Also, wer bist du eigentlich? Was machst du so? Wie heißt du? Also, mein Name ist Lukas Laube. Ich bin am 6.05.2005 geboren. Zurzeit lebe ich in Kalinstal. Das ist in Kärnten. Ich besuche das Stiftsgymnasium St. Paul. Und mein Hobby ist im Fußball und mit meiner Freundin. Super. Erzähl einmal, ich meine, wie hast du eigentlich dein erstes Geld verdient? Ich weiß, dein Vater arbeitet bei der Erste Bank, ich sehe ihn auch gerade, und er hat mir erzählt, dass du recht abenteuerlich deinen ersten Euros verdient hast. Ja, also mein Opa ist eines Tages nach Ungarn gefahren und hat dort einen Kollegen besucht. Dort hat er dann gehört, dass einer in der Gegend Eier verkauft hat. Der hat von seinen Eltern Hühner bekommen. Dann ist er zurückgekommen, dann hat er mir 6 Hühner mitgebracht und dann habe ich begonnen, Eier zu verkaufen. Ich habe es zuerst an Lehrer, an Freunden, Nachbarn verkauft und dann nach der Zeit immer mehr, aber dann ist es nicht mehr ausgegangen mit der Schule und dann konnte ich nicht. Ja, und ich habe gehört, du hast ja dann sozusagen so einen Switch gemacht und bist dann irgendwie auf die Börse gegangen. Ja? Ich meine, wobei das irgendwie eine spezielle Art von Börse ist. Also ist jetzt, vielleicht erzählst du ein bisschen, was war das genau? Also ich habe mich sehr viel mit Tun angeschaut, habe ich sehr viel. Und dann bin ich halt aufgekommen, dass man damit schönes Geld verdienen kann. Mit Turnschuhen, ja. Oder? Ja, mit Turnschuhen, mit Sneakers. Mhm. Ja. Und dann habe ich die Seite StockX für mich entdeckt, die ist so in der Art eine Börse für Schuhe. Und so habe ich halt dort dann mein erstes Geld verkauft. Das war der nächste Schritt dann vom Verkauf. Okay, aber und wie hoch war die Rendite? Ich meine, waren das jetzt ein paar Euro oder war das, wie viel hast du da verdient? Wie viel Prozent hast du gemacht? 200% plus eine Euro. 200%? In welchem Zeitraum? Wie muss man sich das vorstellen? Also man kauft die Schuhe. Ich habe sie bei der Nike Sneaker App gekauft. Die Schuhe habe ich für 160 gekauft und für 460 weiterverkauft. Und das war wann ungefähr? Also wie viel Zeit war da dazwischen? 2 Wochen. 2 Wochen, okay. Das ergibt für die Mathematiker, kann ich jetzt ausrechnen, die jährliche Rendite. Okay, aber das heißt, du hast diese Schuhe gekauft praktisch auf dieser Nike-App. Und was sind das für Schuhe? Ich meine, sind das so ganz normale Schuhe oder besondere Schuhe? Wie muss man sich das vorstellen? Also es sind besondere Schuhe mit meist berühmten Künstlern. Okay. Die sind dann sehr populär und viele Leute wollen sie haben, deswegen steigt der Preis auch bei weiter. Und auf StockX, auf dieser Website, ich habe mir das angeschaut, das schaut aus wie eine echte Börse mit so Kursentwicklungen und Angebot, Nachfrage. Man sieht irgendwie, welche Preise Verkäufer, welche Preise Käufer sich erwarten. Und gibt es da viele von deinen Freunden, die auch auf diesen Börsen wie StockX unterwegs sind? Ein paar machen das schon, aber viele machen es noch nicht, aber sie werden es gewinnen. Okay, das heißt, wir alle können dort noch einsteigen, okay? Ja. Aber kann man auch Verluste machen? Hast du je Verluste gemacht? Nein, noch nicht, weil ich schaue sehr stark darauf, dass ich einen Schuh kaufe, der viel lang eine hohe Rendite bringt. Okay. Genau. Und du hast alle möglichen Wörter verwendet, die ich noch nie gehört habe, wie zum Beispiel Shock Drops. Kannst du vielleicht dem Publikum, die diese Worte auch noch nicht gehört haben, kurz erklären, was ein Shock Drop ist? Also ein Shock Drop ist, wenn auf einer Seite ein Schuh, der sehr begehrt ist, einfach zum Kaufen da gibt. Also es wird nicht davor gesagt, ob es den geben wird oder nicht. Der kommt einfach auf die Seite und den kann man kaufen und der wird meistens in 3 Sekunden ausverkauft. In 3 Sekunden. Und du hast erzählt, dass man da sagen, also erstmal muss man irrsinnig schnell sein. Und ich glaube, du hast ja dann auch mehrere Handys verwendet, um gleichzeitig sozusagen hier diese Schuhe zu kaufen. Und es gibt auch teilweise so Shocktops vor Geschäften, wo dann praktisch sich riesige Schlangen bilden und man erwirbt ja nur die Berechtigung, den Schuh zu kaufen, wenn man dann dort irgendwie drankommt, oder? Okay, super. Lukas, vielen herzlichen Dank für deinen Beitrag und ich glaube, er hat einen Applaus verdient.
Super, danke. So, und jetzt sind wir wieder hier. Moment. Nächster Vortrag an den Herrn Matthias Roch, Geschäftsführer von der Gesellschaft, der Geschäftsführer der Roch-Gruppe, ein bekannter Krypto-Investor, der bei vielen Krypto-Projekten in Österreich und Deutschland involviert ist. Sie sind ein Kaufmann aus Lübeck, aus einem Hansestaat, ein sehr gewiefter Unternehmer. Und Ihr Thema heute ist, wie funktioniert ein Bitcoin-Automat? Und ich glaube, Sie haben auch sogar einen mitgebracht, damit die Leute, die es noch nie gesehen haben, zum ersten Mal das sehen können. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Dankeschön. Einmal freue ich mich natürlich sehr, hier wieder in Wien sein zu dürfen. Also aufgrund der kulturellen Umgebung und den kulinarischen Genüssen, aber eben auch aufgrund des innovativen Umfeldes. Also ich muss sagen, hier die Roch-Familie ist eine mittelständische Unternehmung, eben aus dem Lübecker Raum. Wir sind Hanseaten und sind überwiegend im Infrastrukturbereich tätig. Das heißt, wir prüfen unter anderem Millionen von Straßenbeleuchtungsmasten europaweit auf Standsicherheit, unter anderem auch in Österreich. Das heißt, wir kommen aus einem seriösen Geschäftsumfeld und haben dann uns entschlossen, eben weil wir technologieinteressiert sind, eben ins Bitcoin-Blockchain einzusteigen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir alles verkaufen sollten und ins Turnschuhgeschäft einsteigen sollten. Beziehungsweise als hanseatischer Kaufmann hört man natürlich auch gerne, wenn 15 Millionen Dollar verschenkt werden. Also wir melden uns schon mal dementsprechend an. Und grundsätzlich konnten wir hier in Österreich über unsere Beteiligung an verschiedenen Unternehmungen in Graz, in Wien und dergleichen, könnten wir Dinge verwirklichen, die wir sonst nicht verwirklichen konnten. Und eins unserer Hauptzielsetzungen ist es dementsprechend, Blockchain bzw. Bitcoin als Anwendung der Blockchain voranzubringen, der breiten Masse zugänglich zu machen. Und um Bitcoin der breiten Masse zugänglich zu machen, haben wir eben unterschiedliche Kanäle. Unter anderem gibt es das House of Nakamoto als Store-Geschäft. Da würde ich meine Bitcoin kaufen, aber in der breiten Fläche gibt es dann dementsprechend auch, haben wir gesagt, müssen wir ETMs aufstellen, damit man auch dort Zugang hat, in Trafficen Zugang über Bitcoin-Bonds hat, das heißt eine Infrastruktur, damit die Menschen leicht an Bitcoin kommen. Und deswegen wollen wir Ihnen jetzt auch mal das Thema ETM zeigen. Ich persönlich bin derjenige, der mehr Gebühren zahlt und dann lieber in so einen Store reingeht und weniger über den ETM kaufen würde. ETM ist aber eine sehr gute Möglichkeit, sehr schnell innerhalb von 5 Minuten an Bitcoin zu kommen, beziehungsweise nicht nur Bitcoin zu kaufen, sondern auch dementsprechend Bitcoin zu verkaufen. Es gibt also unterschiedliche Arten von ETMs, den Two-Way-ETM, wo man eben kaufen, verkaufen kann, und dementsprechend ein One-Way-ATM, wo man dann nur Bitcoin kaufen kann. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und der Marco wird jetzt mal zeigen, wie so etwas funktioniert innerhalb so kurzer Zeit, sofern jetzt der Automat wieder anspringt. Und vertritt die Firma Corant, die hier sehr erfolgreich ist und an der wir auch beteiligt sind. Und ATM ist ein Bereich, wo sich Banken zurückziehen, das heißt aus dem normalen Bankomatengeschäft. Andere steigen da wiederum ein, das heißt, es gibt immer unterschiedliche Tendenzen. Der eine steigt aus einem Geschäftsfeld aus, der andere steigt dementsprechend ein. Und dieser Markt ist sehr spannend und entwickelt sich sehr gut. Marco, gibt es schon Neuigkeiten von der Informationsfront? Gerne, sehr gerne. So, schönen Abend auch von mir. Mein Name ist Marco Kasafen, der Firma Corant. Und ich habe hier heute einen Bitcoin-Automaten mitgebracht, einfach um euch zu zeigen, wie einfach es ist, Bitcoins oder Altcoins zu erwerben über so einen Automaten und unserer Meinung nach einfach einer der einfachsten Wege bis heute Bitcoins zu erwerben. Es funktioniert jetzt leider nicht, weil er braucht immer ein paar Minuten, nachdem er ihn auftritt, dass er sich mit dem Internet verbindet. Ich werde es euch aber einfach erklären und
Ich wünsche mir einfach, dass ihr es vielleicht euch einfach vorstellt. Ja? Also es gibt 5 verschiedene Währungen, die ich erwerben kann. Ich drücke jetzt beispielsweise auf Bitcoin, entscheide mich, ob ich unter oder über 250 Euro kaufen will. Über 250 Euro ist mit Verifikation, darunter kann man auch ohne Verifikation starten. Anschließend gebe ich beim Scanner meine Bitcoin-Adresse bekannt, schiebe die 10 Euro oder was auch immer rein und es ist erledigt. Ja. Also, ich hätte es euch gern gezeigt, aber... Ich würde gerne sonst bei Ende der Veranstaltung, genau, wer Interesse hat, das nochmal vor Ort zeigen. Genau, also wer will, kann dann später vorbeikommen. Super. Vielen herzlichen Dank, danke auch an Sie, Herr Roch. Damit sind wir eigentlich schon am Ende angelangt und wir sind relativ gut in der Zeit. Alexander Haas musste seine Boxhandschuhe nicht auspacken. Die Veranstaltung heißt ja The Future Of und ich will einen kleinen Ausblick auf die unmittelbare Zukunft geben. Die unmittelbare Zukunft ist ein Flying Dinner und Drinks im Vorraum. Und ein bisschen weiter in der Zukunft, am 27.02. ist der zweite Teil dieser Reihe, The Future of Mobility. Was werden wir da hören? Verkehrsunfälle mit autonomen Flugtaxis, das neue EU-Drohnenrecht, Peer-to-Peer-Ride-Sharing, LE-Tankstellen, Mobility as a Service und viele andere Themen. Das wird ähnlich bunt sein wie heute, also ein ziemliches Durcheinander an Themen. Jetzt möchte ich mich bedanken, zuerst einmal bei Ihnen als Publikum, dass Sie so geduldig waren und es waren ja irrsinnig viele Themen und in irrsinnig gestrafften Zeitraum. Wahrscheinlich ist es nicht anstrengend auch für Sie, aber Sie werden durch ein Buffet belohnt werden. Und ich will mich auch bedanken bei der Marketingabteilung, bei Frau Wong und beim Herrn Miklautz in der ersten Reihe, die alles sehr toll organisiert haben. Und vor allem will ich mich bedanken bei den Speakern, die ich jetzt auf die Bühne bitten möchte, für einen Schlussapplaus. Ja, vielen Dank für die 14 tollen Beiträge, unterschiedlichste Themen. Wir haben ein kleines Geschenk vorbereitet. Ich habe so ein Buch geschrieben zum Thema Kryptowährungen und Blockchains und das wird jetzt gleich dann im Anschluss ausgegeben. Sonst danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir draußen dann gemeinsam noch miteinander ins Gespräch kommen können. Dankeschön.